Servus Leute, mein Name ist Yannick und ich freue mich ganz dolle. Ich habe meine eigene Einleitung habe ich verkackt. Aber das merkt man, dass ich jetzt einfach eine Woche lang kein Video gemacht habe, kein richtiges, außer ein einziges. Ich meine, wie gesagt, ich habe es euch ja erklärt, warum nicht. Ich brauchte einfach Zeit so ein bisschen zum Abschalten. Jetzt muss ich Skype nochmal auf beschäftigt stellen. Der Vorteil, den ihr jetzt habt, ist, dass meine Freundin mich dementsprechend nicht mehr anschreiben kann. Ich meine, okay, wir sind immer noch in Kontakt, aber ich bin nicht mehr so stark verpflichtet wie früher. Gut, für euch ist das jetzt vielleicht nicht so ein Riesenvorteil, für mich eigentlich auch nicht, aber es war, ja. Belassen wir das Thema. Ich bin wieder da und ich werde jetzt auch wieder regelmäßig Videos machen und ich hoffe, dass ich jetzt auch viele Videos machen kann. Ich werde heute Nacht um 2 Uhr nachts am Sonntag, ich habe echt nichts Besseres zu tun, oder? Videos bringen, ja gut, muss sagen, ich bin noch ein bisschen leicht angeschlagen und Karneval, und Karneval bedeutet in unserem Dorf grundsätzlich der erste Tag, wo Karneval beginnt, die erste Hallending ist ein 3x3 Messerstechereien, deswegen werde ich erstmal nicht mein Haus verlassen um 3 Uhr nachts. Und deswegen gibt es jetzt momentan für mich nichts Besseres zu tun, außer schlafen und eure Raketen zu zeigen. Diese Rakete hier kommt von Moritz. Der Gute hat mir geschrieben, mit dieser Rakete ist er bis zu Duna gekommen bei seinem ersten Flug. Es soll ziemlich leicht sein. Und Moritz, ich habe gleich mal eine Frage. Was hast du vorgehabt, dass du das Ding mit Batterien bestückt, also bestückt ist ja schon falsch. Ich meine, bestückt wären 3, 4 Batterien. Was du gemacht hast, ist das Ding geschmückt. Du hast daraus einen Tannenbaum aus Batterien gemacht. Ist nicht, also nichts gegen dich. Ich finde die Idee cool und es sieht auch ziemlich cool aus mit diesem Stangen hier. Die sind gut eingesetzt. Sieht ganz cool die Rakete aus. Aber was hattest du vor? Ich kenne keine einzige Anwendung bei Kerbal Space Program, die so viel Speicher braucht. Wie haben wir denn? Schaut euch diesen Electric Charge an. 2005. Electrical Charge, diese 5 kommt natürlich durch die blöde Kapsel, die 5 Electrical Charge hat. Das kann man sich eigentlich auch schenken, dieses 5-Ding da. Egal. Ach du Scheiße. Ist diese Rakete riesig? Und ja, du hast mir natürlich nicht reingeschrieben, brauche ich SRS oder nicht? Du weißt doch, dass ich kein Fan von SRS bin, aber mir empfiehlt ja jeder, nimm SRS. Also nehme ich SRS, weil ihr seid. What the fuck? Meine Ohren. Da! Ah. Ich sollte meine Eltern nicht aufwecken im Nachbarzimmer. Das ist... Alter! Erstens ist das hammerlaut. Zweitens ist das hammergenial groß. Drittens... What the fuck? Die Rakete ist auch noch hammerschnell. Die Rakete gefällt mir wirklich. Moritz, du hast da einen guten Job gemacht. Wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen diesmal. Bringen wir mal hier mal ein bisschen weniger Gas. Reicht ja, sind ja schnell. Jetzt muss ich dran denken, nicht in den 90 Grad Winkel zu gehen. Und was mir gesagt wurde bei meinem Docking-Ding, ich muss anscheinend an den Vierfach-Docking-Port noch Docking-Ports dran schließen, damit das Ding wirklich dockt. Das ist natürlich extrem vorteilhaft, wenn das Ding schon sich im Orbit befindet. Das heißt, ich kann das nochmal in den Orbit schießen. Eigentlich habe ich das gemacht, bevor ich die andere Rakete jetzt gelauncht habe. Ich habe seit der letzten Video, das ihr gesehen habt, auch nichts mehr aufgenommen. Ich lade die... Nein! Was habe ich jetzt gemacht? Okay. Naja. Ja. Ja, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe nochmal Leertaste gedrückt. Mhm. Merkt man, dass ich dieses Spiel jetzt fast eine Woche echt nicht mehr richtig gespielt habe? Es ist unglaublich, wie schnell ich sowas verlerne. Also ich meine, ich habe gerade ein Video von Xcode im Hose angeguckt. XDQM. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meistens die Buchstaben vertausche. Weil ich habe mir gerade ein Video von ihm geguckt. Ich habe eigentlich das Gefühl, seine Art und Weise bei gewissen Sachen zu failen färbt auf mich manchmal ab. Aber naja, ich mag den Kerl immer noch. Er ist ein ziemlich guter Let's Player. Und ich wurde erwähnt von einem guten Let's Player. Nicht gut im Sinne von sehr, sehr bekannt, aber gut im Sinne zumindest von bekannt als ich und einer meiner Abonnenten. Und ich habe vergessen, ehrlich gesagt, wie er heißt. Ich weiß nur, dass er 400 Abonnenten hat. Danke dafür, dass du mich dabei erwähnt hast. Ich weiß nicht, ob du dieses Video guckst. Er hat meine Tutorials geguckt. Ich weiß nicht, ob er jetzt auch meine anderen Videos von mir guckt. Wenn ja, eine Grüße an dich, irgendein 400 Abonnenten-Ding. Der hat mir auch eine private Nachricht geschrieben. Ich würde jetzt echt liebend gerne den Namen sagen. Ich weiß nicht, was. Die Rakete fliegt sie eh fast von allein. Gucken wir doch einfach nach, wie er heißt.
Warum machen wir es denn immer so kompliziert, Yannick? Ich muss meinen Daumen von dieser Leertaste runter machen. Ganz gefährliches Spielzeug hier. So, erst das hier wegsprengen. Dann, so. Ummelden. Ich hoffe, es gibt hier nicht irgendwo eine Autoplay-Funktion auf irgendeinem Kanal und ich hau da ja euch jetzt irgendwie Stimmen rein. Das wäre unpraktisch. Posteingang. Da können wir gucken. Da haben wir auf jeden Fall kein Autoplay. Teamplay.de. Warum kann ich mir das eigentlich nicht merken? Der hat mich bei einem seiner Videos benannt, erwähnt, deswegen wollte ich einfach mal fairnesshalber ihn auch zurückerwähnen, weil ich mich dafür darüber gefreut habe, dass er gesagt hat, dass es eben mich gibt. Er macht ein Let's Play über Kerbal Space Program und hat eben meine Tutorials angeguckt, um so ein bisschen wohl zu erfahren. Freut mich, dass ich sehe, dass die Let's Play, dass die Tutorials auch wirklich Nutzen finden und nicht nur diese jetzt auf YouTube dahin kommen. Das ist für mich selber so eine kleine Überraschung auch gewesen. Aber gut. Freut mich, wie gesagt. Ja, jetzt können wir mal zu interessanten Themen kommen, währenddessen diese Rakete sich hier langsam ihren Weg in den Orbit bahnt. Und zwar, ein für mich total interessantes Thema ist Facebook und Twitter. In Twitter habe ich inzwischen 5 Follower. Ist eine gute Zahl, finde ich. Wenn man natürlich dabei abzieht, dass ich 2 davon habe, die ich so aus Skype und so von früher kenne. Das sind also keine Abonnenten, sind es 3 von meinen Abonnenten normalerweise. Freut mich. Aber die mich auf Twitter followen, dürften gemerkt haben, dass ich so viel nicht poste. Denn Twitter ist für mich so die Kommunikation zwischen uns sozusagen. Also wenn ihr ein direktes Anliegen habt, wo ihr wirklich sagt, hey, ich habe da eine kurze Frage oder eine kleine Anregung oder so, das lohnt sich nicht, eine E-Mail zu schreiben oder so, dann könnt ihr gerne Twitter dafür benutzen. Ihr könnt auch gerne Facebook mir eine private Nachricht schreiben, wenn ihr das nicht auch öffentlich posten möchtet. Aber wenn ihr so eine öffentliche Frage habt, könnt ihr das gerne auf Twitter machen. Da ich auf Twitter nicht so viel eingehende Nachrichten habe, seht ihr dort momentan nur die Uploads. Auf Facebook passiert momentan mehr. Das liegt aber nicht daran, dass ich die Facebook-Nutzer bevorzuge. Das sind inzwischen 5 Freunde, meine ich. Falls ihr euch dafür interessiert, ist der Link für meinen Facebook-Account unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr da draufklicken und mich als Freund markieren. Und die mich bereits als Freund markiert haben, haben gesehen, der Yannick, der hat da was gemacht. Und zwar hat der Yannick was ganz, ganz Tolles eigentlich gemacht. Und zwar hat der Yannick eine Fanpage erstellt, jetzt erstmal mehr provisorisch, für Kinetic Void. Weil ich ja weiß, dass Kinetic Void bald rauskommt. Und jeden von euch, der sich für Kinetic Void interessiert, der kann gerne diese Fanpage liken, würden mir natürlich helfen, im Sinne von, wenn ihr sie liked und dieses Spiel halt ein bisschen populärer, vielleicht auch in Deutschland wird, vielleicht gerade durch Steam und so, gibt es natürlich wiederum mehr Leute, die auch auf Facebook sich vielleicht mal das angucken, mehr Leute, die diese Seite liken, mehr Leute, die vielleicht auch bei dieser Seite mitarbeiten und dementsprechend wiederum mehr Content auf dieser Seite. Das ist so momentan das Ziel, dass ich diese Seite so ein bisschen, dass ich Kinetic Void allgemein so ein bisschen auf Deutschland auch noch verteile, wie KSP und alles. Und wenn ich dabei nebenher natürlich noch ein paar Abonnenten abstauben kann, ist das natürlich auch kein Problem. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Ich will jetzt übrigens heute zu Duna fliegen mit dieser Rakete, weil ich einfach sagen muss, Duna ist jetzt schon, glaube ich, 3-mal in der Aufnahme gefailed. Das lasse ich nicht so gerne auf mir sitzen. Also fliegen wir mal dahin. Ja, auf jeden Fall, es würde mir natürlich helfen, wenn ihr dort liked, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie anfangen zu battlen, like die Seite. Liked sie, wenn ihr wirklich Interesse an Kinetic Void habt, weil sonst habt ihr ja nichts davon. Das muss man ja einfach so sagen. Ihr habt ja nichts von einer Seite, die über Kinetic Void geht, wenn ihr selber euch nicht für Kinetic Void interessiert. Das Ding RCS bitte, sag ja. Scheint so. Es ist die erste Seite über Kinetic Void überhaupt auf Facebook. Ich habe nachgeguckt, ich habe zumindest nichts gefunden in der Suche. Beziehungsweise, ich weiß nicht, inzwischen, es könnte sein, dass man eine zweite findet, und zwar von dem Admin von RevoPlay. Denn wir haben so ein bisschen rumgetestet, weil Facebook meinen Namen nicht annehmen wollte. Also, Fan-Seite ging nicht. Fanpage ging. Ich wollte es eigentlich auf Deutsch halten, damit man sieht, okay, das ist die deutsche Fanpage. Aber das hat er nicht gewollt. Ups. Oh, das sieht cool aus. Tschüss. Das sah jetzt cool aus irgendwie.
hatte was, fand ich. Ich weiß, der Trick ist jetzt nicht von dem Typen neu erfunden worden, aber ich fand, das hatte was. So, und da wir sowieso nicht zum Mond oder so wollen, brauchen wir uns hier gar nicht darum zu kümmern, wo wir rausschießen. Ich will den Mond auch nicht als Startrampe benutzen, ist zwar vielleicht etwas effizienter, wenn ich jetzt vom Mond mich rauskatapultiere. Ich glaube, ich kriege sogar mal einen Counter. Ja, geil. Na, wenn ich ihn kriege, dann nutze ich ihn. Wenn nicht, dann nicht. Ich gehe aber mal vorsichtig, habe schon auf die X-Taste. Ich habe ihn gekriegt. Gucken wir mal, ob wir noch einen kriegen. Wenn nicht, dann... Ja. Ja, guckt euch diese Rakete an, wie schnell die einfach in den Sonnenorbit gekommen ist. Da brauchte ich den Mann-Counter nicht. Das hat jetzt nur Zeit gekostet. Ah, leck. Ich hoffe, dass dieses Spiel mit der nächsten Patch-Version wieder ein bisschen freundlicher zu meinem PC wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was los ist. Früher konnte ich dieses Spiel perfekt ohne Probleme spielen. Inzwischen hat er so ein bisschen Probleme, aber ja. So. Add Maneuver Node. Ich habe jetzt gar keine Ahnung eigentlich, wie ich zu Duna... Ich habe gar keine Ahnung, wo ich jetzt wieder zu Duna hin muss. Ich bin bei den interplanetaren Missionen ja immer noch so ein bisschen Anfänger. Ah ja, ich müsste mir das vielleicht auch als Target markieren, dass ich sehe ungefähr, wo es ist. Ich muss sagen, ich habe ja dieses Target-Ding gemacht, dieses Tutorial, wo ich da so ein bisschen die Target-Zeichen, dieses Target-System erklärt habe. Und ja, ihr habt recht, ich habe total vergessen, diese Zeichen zu erklären, aber ich muss ehrlich gestehen, ich komme auf diese Zeichen selbst noch nicht ganz so klar. Diese Zeichen sind ziemlich, ziemlich verwirrend, finde ich. Ja, was mir persönlich eben auch noch ein paar Probleme macht, momentan. Ich meine, was klar ist, ist das hier und das hier. Das sind jetzt meine beiden Positionen. Also wenn der hier dort ist, befindet sich der hier dort. Also wenn ich mich auf den gelben Orbit und der hier, das ist ja klar. Aber was zum Beispiel diese hier, dieses, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wozu das da ist, warum ich das verwenden sollte. Oh Mann. Ich glaube, wir befinden uns auch in einer der beschissensten Positionen, in der wir uns hätten befinden können. Was wir machen könnten, wir könnten... Oh Mann. Ja, das ist jetzt einfach nur rumgetrickse und versuchen, bis wir irgendwo mal ein Intersect bekommen. Aber ne. Wir fliegen fast schon zu Joule, wir fliegen über Joule hinweg. Das nehme ich nicht mehr ernst, ne? Ich will jetzt nur gucken, ob ich jemals ein Intersect so bekomme. Ja, ich hätte einen bekommen, aber sind wir uns ehrlich. Wenn ich so einen Intersect nehme, dann kann ich mir das eigentlich auch alles gleich schenken. Denn so ein Intersect, der wird mir lediglich den Vorteil bringen, dass ich... Naja, da kommen wir uns schon näher. Dass ich extrem viel abbremsen müsste und das würde ich nicht schaffen mit den Triebwerken. Das würde ich wahrscheinlich mit gar keinen Triebwerken in diesem Spiel schaffen. Da. Machen wir ein bisschen langsamer. Da ist der Intersect. Wirklich. So. Na. Im Business ist das Target-System noch umständlich, finde ich, weil... Wenn ich hier und hier so rumspiele und jetzt loslasse, passiert es manchmal, dass es sich wieder so einfährt. Und ich hasse es, wenn es sich so einfährt. Ich hasse es einfach. So. Jetzt hat sich mein Spiel aufgehangen, oder was? Nee. T. Hallo. Spiel. Sü. Könntest du jetzt bitte... Oh. Zum Thema Electric Ding. Gucken wir mal ganz kurz in die E-Mail rein. Hat er mir geschrieben, welche Tasten für was da sind? Hat er mir nicht. Hast du überhaupt Action Groups gemacht? Wahrscheinlich nicht. Oder du hast mir vergessen, sie einfach reinzuschreiben. Das kann natürlich auch sein. Ich könnte jetzt die Taste 1 probieren. Das Problem ist, wenn ich sie jetzt probiere, und das ist es nicht. Ja, du bist ein Solar Array. Ich würde dich auch gerne ausfahren. Extracted. Genau, das heißt, Taste 1 macht nichts.
Warum kann ich die nicht rausfahren? Warum kann ich meine Solarpanel-Dinger nicht rausfahren? Hilfe? Glitch? Bug? Need help? Fuck. Ja, ist okay. Status locked. Oh, ich habe keinen Strom mehr und kann deswegen... Ist jetzt diese Rakete echt so verloren deswegen? Weil ich vergessen habe, die Solarpaneele auszufahren. Kann ich das jetzt nicht irgendwie noch retten? Es wäre jetzt ziemlich beschissen. Wenn ich das SRS mal irgendwie auskriegen würde, das generiert doch hier Strom. Oder? Ich habe Angst. Ich habe das Gefühl, dass das nicht klappen wird. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich kann jetzt echt nicht mehr diese Solarpaneele ausfahren, hey. Aber ich kann doch jetzt nicht nochmal die Mission neu starten, hey. Ich probiere eine Sache. Ich gucke, ob ich von der Tracking Station wieder ins Ding reinkomme. Ins Schiff und ein bisschen Strom übrig habe, um das einfach zu schaffen. Hier befindet sich nur das Ding nicht. Ich habe keinen Kontakt mehr zu diesem Scheißteil. Oh. Was mache ich? Die Rakete war gut. Aber ich habe jetzt keinen Nerv, die nochmal zu starten. Überleg mal, ich nehme jetzt hier auch schon wieder 17 Minuten auf. Wisst ihr was? Tut mir leid, beim besten Willen, Revo, es tut mir beim besten Willen, es tut mir echt leid, Moritz. Deine Rakete war gut und sie hat es definitiv zu Duna geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Wie immer habt ihr die Macht jetzt, diese Rakete nochmal in den Weltall richtig zu kriegen, indem ihr mir unten in den Kommentaren schreibt, dass ihr das sehen wollt, wie ich diese Rakete zu Duna fliege. Ich lasse diese Rakete in meinem Speicher drin. Und wenn ihr unbedingt wollt, dass ich diese Rakete noch zu Duna fliege, dann schreibt mir das, wie gesagt, unten in die Kommentare. Das Problem, was ich nämlich momentan habe, ich könnte schon machen. Ich hätte jetzt nicht unbedingt ein Problem, ob ich jetzt die eine Rakete oder die andere Rakete fliege, ist es egal. Nur ich möchte nicht die Zuschauer damit langweilen, dass ich permanent die gleiche Rakete fliege. Deswegen schreibt mir eben, wie gesagt, unten in die Kommentare, wollt ihr das sehen, wollt ihr das nicht sehen, ob ich diese Rakete noch lande auf Duna, ob ich da nochmal einen Start machen soll. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall, mein Name ist Yannick und tschüss.